Moment. Ja. Erzähl doch. Ach so, ich habe in die falsche Richtung gefilmt. Entschuldigung. Jetzt erzähl doch. Ja, jetzt erzähl doch. Ich filme immer noch in die falsche Richtung. Ach, Mensch, jetzt. Kann man sehen. Kann man es lesen. Ja, was ist los? Jetzt. Sekunde. Irgendwie ist es immer seitenverkehrt. Also für mich auf dem Display ist es seitenverkehrt. Ich weiß nicht, ob es für andere richtig rum ist. Moment, halt. Ich drehe es nochmal. Also ich wechsle mal die Kameraperspektive. Ja, jetzt ist es korrekt. Normalerweise wollte ich mir jetzt, es ist blöd gelaufen, also jetzt war es endlich korrekt. Also tut mir leid für die 2 Minuten 12 ungefähr, bis es endlich hier der Schriftzug nochmal war. Normalerweise wollte ich, hallo, wie geht's? Also wollte nochmal mir einen Scherz erlauben, aber habe ich jetzt schon dreimal gemacht, reicht auch. Also hier war das ehemalige Tierheim, also ursprünglich mal, auch in DDR-Zeiten bereits hier. Mittlerweile ist es eine Baustelle, haben sie wahrscheinlich alles weggerissen hier, Rohbau. Hier gehe ich davon aus, hier laufen weniger Menschen jetzt und die Uhrzeit lang. Also wir haben es 5 Uhr. Eben habe ich es noch gewusst, ich habe eben noch mal drauf geguckt, aufs Telefon, also auf die Uhrzeitangabe. Ich glaube 5 Uhr 18. Also, normalerweise 6:15 Uhr, also 6:18 Uhr, aber jetzt halt 5:18 Uhr. Also halb 6 am frühen Morgen, am 1.11. Hier, also das ehemalige Erfurter Tierheim, bevor dann später eine Filiale vom Erfurter Tierheim, unter anderem auch bei der Deponie Erfurt-Sperrbahn eröffnet worden ist, wo ich damals auch diese Igelbabys, was ich erzählt habe und irgendein Video, die ich dann Petersberg gerettet habe, Ende 2009, Anfang 2010, wo ich dafür gesorgt habe, dass sie da hingekommen sind. Hier, diesen Weg, jetzt sieht man nicht so gut, diesen Weg. Irgendwie wird es nicht scharf. Also fokussiert nicht optimal hier auf diesen Weg. Beleuchtung. Oder Moment. Oder von da, diesen Weg. Also hier aus ehemalige Tierheim. Naja, gut, sieht man nicht. Dunkel. Vielleicht nochmal hier vorne das ehemalige Klingelschild. Da war eben das Schild Tierheim zu lesen. Also jetzt am Schluss auf der Aufnahme ungefähr bei 2 Minuten 12. Mal gucken, ob es hier zu lesen ist. Ja, hier steht es auch genau. Ne? Warum ist es nicht gut zu lesen? Jetzt. Stadtbadschaft Erfurt, Tierheim. Hier klingeln. Also das hier. Ja, kann man so als Gitter lesen? Nee. Oh, hier hat man es eben lesen. Also das war das ursprüngliche Tierheim. Also damals schon, früher schon. Hier
in die Richtung. Ich laufe jetzt gleich weiter. Hier bin ich damals auch mit dem Hund lang gelaufen, wo ich noch hatte. Also 2019, 2020. Mit der Hund zu Tode gekommen ist, habe ich hier schon mehrmals erwähnt. Und das Schöne war, hier konnte ich den Hund halt auch freilaufen lassen, weil hier musste ich ja keine Angst haben. Uns kommen andere Menschen entgegen. Genau, warum ich jetzt überhaupt den Weg hier lang gehe, also nicht nur als Erinnerung an den Hund. Damit hier nicht ständig die Aufnahme gestört wird, also während ich hier erzähle. So, Sekunde, ich muss kurz überlegen. Noch da nicht, noch hier, noch hier. Moment. Ja. Genau. Hier. Ja, ist halt jetzt blöd. Jetzt ist das alles schwarz. Da ist wieder kein Licht. Ja, aber geht nicht anders. Also ich sehe genug. Für die Aufnahme ist halt blöd. Ich muss jetzt mal kurz durchs Dunkel laufen. Also hier in die Richtung. Moment, ich gehe noch mal ein Stück weiter zurück. Hier ist ein bisschen Licht. Da. In die Richtung, wo ich jetzt gerade mit dem Zeigefinger grob hinzeige. Hier bin ich damals auch mit dem Hund lang gelaufen, wo ich noch hatte, wo er noch gelebt hat, vor von irgendwelchen durchgeknallten Moslems vergiftet worden ist. Und da gehe ich jetzt auch lang. Da, wo ich dann rauskomme, setze ich mich hin, da habe ich das dann weniger Leute mich rumlaufen oder Fahrradfahrer oder Autofahrer oder so weiter. Also, dass ich da ein bisschen, wie sagt man, ungestörter erzählen kann. Also, gerade jetzt in der Uhrzeit. Am frühen Morgen zwischen um 5 und um 6 am 1.11. Es tut mir leid, wenn jetzt erstmal die nächsten, ich brauche nicht lange, also ungefähr, ich weiß ja, wie lang die Strecke jetzt ist, wenn jetzt ungefähr angenommen die nächsten 7, 8, 9, 10 Minuten mehr oder weniger das Bild schwarz ist. Also ich rede weiter, aber es ist halt nicht viel zu sehen. Ich kann halt, wie gesagt, nicht zaubern und kann sagen, hier, ich mache jetzt einfach das Licht an. Es ist mal kurz dunkel. Oder bin ich doch falsch? Ja, ich glaube, ich muss hier die Treppe hoch. Hier ist eine Treppe. Ja. Ja, genau. Also ich wäre jetzt ohnehin falsch gelaufen. Hier ist nämlich eine Treppe. Hier muss ich hoch. Ja, jetzt bin ich richtig. Ja, es ist mittlerweile 2 Jahre her, wo ich den Hund heute. Genau, ja. Halt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil jetzt erkenne ich hier gerade im Dunkeln selber nicht gut die Stufen. Oder bin ich da falsch? Ja, ich glaube, ich bin doch falsch. Also ich muss nochmal die Treppe hier runter. Ja, das ist blöd, wenn hier keine Beleuchtung ist. Ich glaube, das ist noch vorsichtig, weil ich sehe zwar die Stufen. Aber ich will ja nicht die Aufnahme abbrechen. Deswegen glaube ich hier vorsichtig, dass ich nicht wirklich irgendwo aus Versehen stolper oder abstürze. Also weil ich sehr auf die Aufnahme achte. Also ich gucke jetzt erstmal genau, wo ich hintrete. Ja. Ja, man sieht es nicht. Also hier unter mir sind gerade die Treppenstufen. Jetzt bin ich gleich auf dem normalen Weg. So. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Also hier in die Richtung, wo ich gerade zeige, da. Ja. Ah, muss dann nochmal zurück. Scheiße. Moment. Na, immer noch zu dunkel. Moment. Hier ist die Straßenlaterne. Also da war ein gerader Weg. Aber halt ohne Beleuchtung. Da vorne ist die letzte Laterne, das Licht. Daneben war eine Treppe, auch ohne Beleuchtung. Hätte ich normalerweise kein Problem. Früher bin ich der Sau, wie gesagt, lang gelaufen. Hatte ich aber, wie gesagt, einen Hund dabei. Ich habe teilweise einen Hund geführt, was die meisten nicht wissen oder nicht glauben oder nicht verstehen.
Sowohl Hunde als auch Katzen sehen im komplett Dunkeln ebenso wenig wie Menschen. Aber teilweise ist ja klar, Hunde und Katzen haben bestes Gehör, besten Geruchssinn. Ich konnte mich auf den Hund verlassen. Also wie gesagt, der hat mich ja schon, habe ich ja vorhin im Video Nummer 2 hier davon abgehalten, da in eine Baugrube reinzustürzen, wo dann später jetzt ein Teich entstanden ist. Und teilweise habe ich ja den Hund vor irgendwelchen Sachen bewahrt, also die ich bereits vor ihm gekannt habe. Aber nicht, weil ich besser war als der Hund von dem Sinn her, sondern weil ich halt das schon aus Erfahrung wusste, also weil ich die Gegend besser kannte, wo ich den Hund erstmal hingeführt habe, die für den Hund noch neu war. Da bin ich hier damals auch, also jetzt muss ich doch einen anderen Weg laufen hier. Hier, wo ich jetzt gerade lang laufe, hier in die Richtung. Gerade vor mir hier. Hier ist gerade jetzt vor mir in die Richtung. Ja, das sieht man jetzt schlecht, es ist dunkel. Ich muss noch ein Stück weiter gehen. Moment. Jetzt wird's heller. Ja. Also von da ursprünglich gekommen. Ist halt blöd, da ist jetzt alles dunkel. Hätte ich am Tag filmen müssen. Da habe ich nun freilaufen lassen können. Bis ungefähr da, wo das hier aufhört, wo es da wieder neu beginnt. Und da hat es damals auch in dem anderen Video geendet. Das war Video Nummer 19 oder 20. Atemlos durch die Nacht alleine in Erfurt unterwegs. Ja, also soweit ich mich erinnern kann, wo ich das dritte Mal mehrere Videos aufgenommen habe. Atemlos durch die Nacht alleine in Erfurt oder unterwegs in Erfurt oder alleine in Erfurt. Heute los durch die Nacht, Video Nummer 19, Video Nummer 20. Ja, ungefähr da hat es aufgehört. Also hier bin ich damals mit dem Hund noch lang gelaufen, wo er noch gelebt hat. Ich konnte ihn freilaufen lassen. Erst davor habe ich bitte an die Leine genommen, weil hier, wie gesagt, bitte uns andere Menschen, andere Hunde begegnet werden. Da wollte ich jetzt gar nicht lang laufen. Aber ich muss, weil da hinten heute ein Duster ist. Für mich wäre es kein Problem gewesen, für die Aufnahme wäre es halt ein Problem gewesen. Ich bin da auch schon, wie gesagt, früher im Dunkeln lang gelaufen. Also ohne Handy, ohne Telefon, ohne Aufnahme. Also normalerweise weiß ich im Dunkeln den Weg. Also ich brauche da nicht unbedingt Licht. Aber hier für die Aufnahme ist es halt scheiße. Ja, hier war die Laterne, was ich damals erzählt habe. Mit dem Luftgewehr ausgeschossen. Diese Luftgewehr, Punkt-Luftgewehr, wie eine Winchester. Also damals noch die alte DDR-Laterne. Mittlerweile ist es eine moderne Straßenlaterne. Damals war es noch die originale DDR-Straßenlaterne. Oder war es so? Nee. Also ja, jetzt war auch noch eine da. Aber das ist noch, wie sagt man, die Zwischenstufe. Also wahrscheinlich noch Halogen, Straßenlaterne und das ist schon die modernen hier. Ne Quatsch, das ist noch, stimmt, ihr seht es gerade hier. Moment. Das da unten ist eine moderne. Und auch die ein Stück weiter. Ja, die hier, Moment. Ja. Leute, die sich mit Straßenlaterne ausgehen. Das ist noch die originale DDR-Straßenlaterne. Jetzt bin ich aber zu nah drunter, da ist es hell. Moment, ich muss ein Stück weiter zurück. Ja. Ja, ist genauso zu hell. Da habe ich damals Glühbirnen ausgeschossen. Ich habe in der Nähe von meinem Balkon, von meiner Veranda, von meiner Terrasse, habe ich auch so eine stehen. Kann ich aus verständlichen Gründen nicht zeigen. Ich habe es erklärt, warum. Ich werde bedroht und ich habe seit gestern hier sowohl Gewalt als auch mit dem Leben. Ich hätte kein Problem, das zu zeigen, aber wie gesagt, es reicht, wenn ich hier ungefähr die Gegend zeige, wo ich die ersten 30 Jahre meines Lebens gelebt habe. Hier. Für jemanden, der doch aus Erfurt einen Teil wieder erkennen könnte. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich hier langlaufen könnte. Damals habe ich hier aufgehört, die Aufnahme. Also damals in der Nacht.
Da war es aber, wie gesagt, früher, also nicht so wie jetzt um die Uhrzeit. Da war es zwischen um 2, um 3, um 4. Jetzt mittlerweile ist es zwischen um 5 und um 6. Ich überlege gerade, ob ich hier lang kann. Ich glaube es nicht. Ich muss erst hier ums Haus rum, um dieses Gebäude hier. Und danach kann ich mich irgendwo hinsetzen. Das kann ich ruhig zeigen, wo ich die ersten 30 Jahre hier gelebt habe. Also was mittlerweile schon bekannt ist, wo ich auch kein Geheimnis draus mache. Hier waren ursprünglich, also nicht diese Schule, die daneben, die dahinter. Hier waren ursprünglich, also nicht diese, das Gebäude dahinter, also Doppelschule, wie es in DDR-Zeiten üblich war. Hier war ursprünglich die Schule, wo ich damals von 1980 bis 1988 in die Schule gegangen bin. Wie gesagt, ich habe damals schon gewusst, ohne dass mir jemand in der Schule beigebracht hat. Wahrscheinlich habe ich es selber herausgefunden, oder das wurde mir doch in der Schule beigebracht, über den sogenannten Nazi-Islam-Pakt. Also die Verbindung zwischen Islam und Nationalsozialismus. Ich habe damals schon von muslimischen freiwilligen Einheiten in der Waffen-SS gewusst. Ich habe im Grunde alles gewusst, was ich heute weiß, außer dass ich den Koran noch nicht selber gelesen habe. Hätte ich ja wahrscheinlich auch in DDR-Zeiten gekonnt, weil ich hätte nur in der Bibliothek, wie sagt man, selbst wenn er nicht bereits in der Bibliothek gewesen wäre, also zum Lesen, zum Ausleihen zur Verfügung gestellt hätte, ich hätte nur beantragen müssen. Ich hätte ihn genauso lesen können. Und mir ist nicht bekannt, dass das irgendwo damals schon als verdächtig galt, also wenn man so ein Buch zum Lesen bestellt hat, also sprich in der Bibliothek angefordert hat. Aber musste ich ja nicht mal. Ich habe ja, wie gesagt, die Scheiße bereits gewusst. Und ihr Fannis, die mich ja als Nazi, als Rassisten, sonst was beschimpft, wie jetzt YouTube hier meine Faschisten hier, wollen mich mundtot machen, hier von wegen, ich wollte Hausrede verbreiten. Es wird gelogen, es wird verschwiegen. Nationalsozialismus und Islam. Die versucht mich irgendwo als, dass ich Hassrede verbreite, dass ich Nazi wäre, hinzustellen oder halt Rassisten zu stellen. Also die da bei uns bekloppt. Da scheiße ich drauf. Und die anderen, die nicht mal jetzt mittlerweile einen Arsch in der Hose haben, um sich dazu offen und frei zu äußern, ihre Meinung offen und frei zu sagen, auch bei solchen Veranstaltungen, wo man Islam abgeklärt wird, was ich jetzt ein halbes Jahr jetzt versucht habe. Ja, eigentlich versuche ich es schon seit 21 Jahren, das habe ich jetzt ein halbes Jahr wieder über YouTube versucht. Und mit der Schwarzenberger hat es, ich dachte erst 16 Jahre, in Wahrheit waren es 13 Jahre versucht. Die genau wissen, er hat recht. Also ihr seid Letzte. Andere Leute riskieren nicht nur bedroht, angespuckt, bepöbelt zu werden, runtergemacht zu werden, diffamiert zu werden. Mittlerweile, wie gesagt, sogar von Hauptstorben bedroht oder wie gesagt, sogar mit dem Tode bedroht. Und was macht ihr? Ihr hockt daheim und habt die große Fresse. Also nach dem Motto, ja weiter so. Ich bin ja dankbar, dass sie das tun. Also hier gerade irgendwelche religiösen Vollidioten, also auch christlich-religiösen Vollidioten. Ihr habt bis heute noch nicht einen Arsch in der Hose. Und dabei sind das eure Mütter, eure Schwestern, eure Schwägerinnen, falls ihr Schwägerinnen habt, falls ihr verheiratet seid, falls ihr Kinder habt, eure Töchter, die in erster Linie davon bedroht sind und wie gesagt generell, also ihr selber und auch eure eigene Familie. Also ihr seid nicht mal Deutsche, meine Herren. Ihr seid einfach nur erbärmliche Feiglinge und strunzdumme Idioten, weil ihr wisst es besser. Deswegen sage ich, also dumm ist ja nicht mal in dem Fall eine Beleidigung. Ihr wisst es ja. Es ist ja nicht so, dass ihr wirklich dumm wärt. Aber ihr seid einfach nur dumm in der Beziehung, dass ihr euch verarschen lasst und dass ihr irgendwo nicht auch mal aufkriegt. Also feige. Moment.
Jetzt fahren hier irgendwelche Leute rum. Also hier Kindergarten macht wahrscheinlich schon um 6 auf. Also jetzt ist hier wieder blöd. Ich wollte mich irgendwo gerade hinsetzen. Aber jetzt rennen hier irgendwo ständig Leute rum oder hier. Also da, hier waren ungefähr. Naja, Moment, ich muss ein Stück weiter rausgehen. Hier ist die, wo von meinem Kumpel der Vater ein Schädel eingeschlagen worden ist. Hier ist gerade ein Auto nicht mehr angehalten. Also hier laufen jetzt Leute rum, hier fährt jetzt irgendwo ein Auto rum, also hier. Also hier ist eine Scheißstelle. Ich hätte eigentlich vor, mir hier einen Sitzplatz irgendwo zu suchen. Ja, das Problem ist, Moment, ich gehe noch mal ein Stückchen hier ins Dunkel. Wegen Geräuschen hier, wegen Fußgänger und Verkehr und so weiter. Das Problem ist, ich habe nur eine Wohnung mit Terrasse, mit Balkon. Kann ich mich schlecht aufnehmen. Einerseits A, wegen meinen eigenen Nachbarn, denn die Ohren spitzen. B, weil ich, wie gesagt, ist nicht jeden, der mir ohnehin was antun möchte, nicht so einfach mache. Also, könnt ihr klar meine Adresse öffentlich im Internet veröffentlichen. Also hier Sprichwort Drachenlord. Ja genau, jetzt wollte ich gerade Drachenwolf sagen, Drachenlord. Und B, mittlerweile habe ich gar keinen Bock mehr dazu. Weil ihr habt mir mittlerweile seit einem halben Jahr gezeigt, dass ihr es gar nicht wert seid. Ihr seid immer noch feige, ihr seid immer noch irgendwie dumme Brot. Und dabei ist es wirklich das Einfachste von der Welt, sich über die Scheiße zu informieren, die Scheiße zu lesen, also gerade den Koran zu lesen. Und selbst wenn man das nicht tut, wenn man wirklich zum Lesen oder zum Schreiben zu schwach ist, also sprich Analphabet, genau wie Mohammed Arna war, wirklich nur die Augen und Ohren aufzumachen, wenn man raus auf die Straße geht, man kriegt das jeden Tag mit, die Scheiße. Tja. Also werde ich wahrscheinlich jetzt nicht weitermachen können, das ist jetzt Video Nummer 4. Weil wie gesagt, hier laufen irgendwo ständig Leute rum, also ich muss das letzte Video wahrscheinlich von daheim aus machen, dann läuft es so alle 5 hoch. Ja, bleibt mir das anders übrig. Ja, war nicht so geplant, aber. Also, wenn man dann das erste Video sieht, weiß man so. Erst, wie sagt man. Erst Nebel. Dann war es gut, aber immer noch so dunkel, also genau wie jetzt hier. Himmel hier. Hier ist Straßenlaterne, also hier ist Wohngebiet, aber hier, wenn man hier hoch und hinbeguckt, alles top schwarz. Also weder ein Stern noch ein Mond oder irgendwas. Also hier ist genauso scheiße. Und egal, wo ich mich irgendwo versuche hinzusetzen, hinzustellen, ständig irgendwo laufen oder fahren, Fahrradfahrer, Autofahrer sind was an mir vorbei, Fußgänger. Und wie ich von daheim aus aussehe, also wenn ich von zu Hause aus sehe, wisst ihr, und wie gesagt, den Rest kann ich schlecht machen. Aus Gründen, die ich bereits genannt habe und die ich jetzt, wie gesagt, eigentlich noch x-mal erkläre, ich habe es bereits erklärt. Obwohl es mir eigentlich wurscht ist. Also, das wenn mir jemand irgendwo meinen Standort ermitteln könnte, versucht's ruhig. Seid bereit, selber dafür zu sterben. Ich bin auch bereit, für meine Überzeugung zu sterben. Wie gesagt, ihr bedroht mich nicht erst seit gestern. Ich habe, wie gesagt, mir schon ganz schlimmere Sachen angetan. Da ist mein Leben zu bedrohen, da scheiße ich drauf. Bin ins grüne Beutel angefahren. Da sieht man noch die Beleuchtung. Gut. Tja. Das ist jetzt Video Nummer 4. Am Ende mache ich noch ein 5. Aber dann nicht mehr von draußen. Und dann erst lade ich alle hoch.
Naja, ich habe jetzt gerade mal kurz weggepimpt, weil hier irgendwelche Leute gerade mit dem Kinderwagen so lang gelaufen sind. Ich habe ja erklärt, ich nehme Rücksicht auf andere Menschen. Ciao, also bis zum nächsten Mal.